mega krasse, mega, mega, mega Buttonbox. Und ich will mal rausfinden, was der da gemacht hat, weil ich habe nämlich meinen ganzen Kladderadatsch und Pipapo aktuell hier und bestellt für meine eigene Buttonbox, weil ich jetzt auch eine bauen möchte. Und ich möchte gerne mal rausfinden, was da los ist. Moin Leute, ihr könnt es schon aus dem Thumbnail entnehmen, warum... Aber was ist denn das für ein Brecher? Vor allem mit Brille und Hemd und Säft. Was ist denn das für ein Brecher? Der ist doch locker in zwei Teile gebaut. Und es geht heute um eine besondere Box, die ich von euch zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Und die möchte ich euch jetzt zeigen. Das soll kein großes Review werden, eigentlich ein kurzes Video darüber. Das ist aber ein richtig cooles Geschenk von der Community. Was? Was ich da von euch bekommen habe. Es fing alles damit an, dass ich im Netz eine schöne Buttonbox gesehen habe. Oder eher gesagt mehrere, die mir gefallen haben. Ich blende die euch mal ein. Und die haben mich inspiriert, mich um eine neue Buttonbox zu kümmern. Und da habe ich Hedgehog Technology gefragt, ob die mir eine bauen könnten. Deshalb habe ich denen meine... Mit Hedgehog habe ich vor zwei Jahren Kontakt gehabt. Und ich habe mich seitdem nicht mehr bei Hedgehog gemeldet. Hedgehog, falls du das jetzt hier gerade siehst, ne, das tut mir wahnsinnig leid. Ehrlich. Weil die ganzen Pläne, die ich eigentlich hatte, die ich mit Hedgehog machen wollte, die habe ich alle wieder verworfen. Und das ist 2 Jahre her. Mann, ich Arsch. Hedgehog, es tut mir wahnsinnig leid, Mara. Ich hoffe, du bist gut umgezogen und alles hat geklappt in der Zeit. Ist übrigens ein sehr, sehr netter Mensch, der dahinter steckt. Top-Typ. Kann ich euch nur ans Herz legen. Ideen, meine Inspirationen geschickt. Dann haben die mir was designt, was mir auch direkt gefallen hat. Aber finanziell war es zum Zeitpunkt einfach noch nicht möglich, diese auch zu kaufen, weil Maßanfertigungen sind halt eben nicht ganz günstig. Das wisst ihr ja selber. Aber wir wollen jetzt nicht lang drum herum reden. Um diese Box geht es jetzt. Ich drehe mal um. Oh, so. Das ist das schöne Stück, was ich von euch bekommen habe. Denn es war ja längere Zeit, wie gesagt, nicht möglich, mir diese finanziell leisten zu können. Darum hat der Tim Sterling, ich blende euch mal ein seriöses Foto von ihm ein, er hat die Community gefragt, wer sich daran beteiligen möchte, das für mich als Weihnachtsgeschenk fertig zu machen. Und da hat er tatsächlich einige von euch gefunden, die sich da finanziell daran beteiligt haben. Und deshalb habt ihr mir ein Paket geschickt, das ich erst kurz vor Weihnachten in einem Livestream öffnen sollte. Das blende ich euch auch mal ein. Du geflucht hast. Danke an euch allen für dieses sehr, sehr großzügige Geschenk von euch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oh, mit Disco-Licht hinten dran. Scheiße, jetzt fängt's doch an. Okay. Dankeschön. Und dann habe ich diese Buttonbox ausgepackt. Ich habe im Leben nicht damit gerechnet. Ich war so überrascht positiv, dass mir sogar ein, zwei Tränchen geflossen sind. Die wurde doch sogar noch umgebaut, oder nicht? Klar. Das, einfach, eben das war so sehr überwältigend von euch. Sehr, sehr großzügig. Mal ein Stück nehmen. Mein Opa hat mal gesagt, kein Stehtisch ohne Bier, deshalb die Kombination. Fangen wir mal mit der Front an. Was ist das denn? Kein Stehtisch ohne Bier, okay. Wenn Opa das sagt. Also wir haben hier vorne eine echte 3 mm dicke Carbonplatte, die sehr präzise bearbeitet wurde, dass sogar hier ein Stream Deck Platz findet. Dann haben wir hier... Das finde ich persönlich übrigens gar nicht mal so schön. Das werde ich bei meiner definitiv nicht machen. Also das ist jetzt nichts gegen denjenigen, der die gebaut hat. Mir persönlich gefällt das einfach nicht. Weil ich mag das, wenn dazwischen Striche sind und das abgedeckt ist. Gefällt mir persönlich besser. Einen Kippschalter, um die Zündung einzuschalten. Hier die paar quadratischen Buttons hier für die Zündung des Motors. Hier für diverse Funktionen. Dann haben wir hier ein Drehrad fürs Brake Bias.
Das verstehe ich nicht. Warum ist bei so vielen Buttonboxes immer Break-Bias so ein übelster Wuchti, als wenn du da der Glücksrad am Drehen bist? Hier nochmal 4 Buttons. Ist das normal? Und dann war hier 4 Encoder und wiederum 2 Kippschalter, die jetzt einmal horizontal ausgerichtet sind und einmal vertikal. Das habe ich mir so gewünscht, um halt im Game die Sitzverstellung durchzuführen. Smart, smart. Deswegen gucke ich mir das gerade an. Und da war hier so ein paar kleine schöne Details. Und zwar hier links oben haben wir hier eingefräst mein YouTube-Logo. Ja, das ist schon eine richtig geile Idee. Vor allem sieht es auch richtig gut aus. Also man sieht sogar die ganz kleinen Schriftzüge und die Details. Wirklich klasse. Dann haben wir hier... Ich habe auch am Anfang gedacht, Strange View, dass das der Blinker ist. Aber... Es wäre auch schwachsinnig, da einen Blinker zu haben. Dann müsstest du ja jedes Mal vom Lenkrad weggreifen. Wie gesagt, die quadratischen Buttons, die alle neongelb leuchten. Das haben die so ausgesucht, weil ja mein ganzer YouTube-Channel auf 2 Farben basiert. Einmal schwarz und gelb bzw. neongelb. Und deshalb haben die Leuchtfarbe auf neongelb gemacht. Eigentlich gibt es diese nicht als... Ja, müsste ich eigentlich auch mal machen, aber ich nehme immer rot-weiß. Naja. Wäre halt auch irgendwann schlauer gewesen, die Farben auf rot-weiß zu ändern. Neongelb, also diese LED, die da drin ist. Deshalb hat der Christoph von Hedgehog Technology noch mehr Handarbeit reingesteckt und die Kappe der LED mit einem speziellen neongelben Lack versehen, dass diese Buttons eben neongelb leuchten. Dann haben wir hier so ein... Der ist echt gut drauf, Leute. Da solltet ihr definitiv mal vorbeigucken. Der ist richtig krass in DIY unterwegs. Das ist richtig übel, was der alles schon gebaut hat. Ein Winkel. Ich kann jetzt nicht sagen, genau welcher Winkel das ist. Der war auch von mir nicht exakt vorgegeben. Ja, das war mir aber auch egal. Ich wollte einfach nur ungefähr einen 45-Grad-Winkel haben. Ich denke mal, der wurde ganz gut getroffen. Dann haben wir hier, wie gesagt, 4 Encoder von der Marke Burns, also sehr hochwertige Encoder mit einem sehr schönen Feedback, dass man genau sogar zählen kann, wie viele Schritte man eben gedreht hat. Ja, davon gibt es 4 Stück. Dann haben wir hier, wie gesagt, 2 Kippschalter für die Sitzverstellung vor und zurück, hoch und runter, so wie ich es wollte. Dann haben wir hier ein sehr schönes Drehrad für die Bremsbalance. Und das ist ein sehr schönes Rädchen aus Aluminium. Hier gibt es aber auch den einzigen Negativpunkt, den ich nennen muss. Und zwar der Encoder ist ungefähr vom Widerstand her der gleiche wie bei den kleinen Drehrädchen. Und dafür, für diesen Widerstand, der hier drin ist, dafür ist das Drehrad einfach zu groß. Das heißt, der Widerstand ist sehr, sehr gering. Das kann ich euch mal zeigen. Ich kann das sogar so einfach easy drehen und das darf eigentlich gar nicht sein. Und da habe ich mal gefragt... Ich habe auch noch welche im Briefkasten, die ich mir geordert habe. Ich hoffe, die haben das nicht. Toi, toi, toi. Fragt, warum das so ist, und da habe ich mit dem Christoph Schulze darüber gesprochen, der für das Projekt verantwortlich war. Und er hat gesagt, er wusste es. Er wusste es, es ging aber einfach zu dem Zeitpunkt nicht anders. Es waren viele Encoder, die auch dazu passen würden, einfach nicht lieferbar. Und der Zeitdruck war einfach groß, das Gerät noch vor Weihnachten fertig zu bekommen. Und deshalb musste ein Encoder genommen werden, der gerade da war. Und das war eben ein Encoder, der gut für die kleinen Drehräder gut geeignet ist, aber eben nicht für diese großen. Deshalb ist das nur eine Ausnahme, das ist nicht die Regel. Wenn wieder sowas gebaut werden sollte, zum Beispiel für einen von euch, dann wird ein passender Encoder mit mehr Widerstand genommen. Also nicht wundern, es ist jetzt schade, aber der Christoph bot mir die Möglichkeit an, dass wenn ich damit einfach nicht klarkomme, dass er mir einen neuen, passenderen Encoder schickt mit mehr Widerstand, den ich dann selbst einbaue, sofern ich mir das zutraue. Das Schöne ist auch, alle Encoder lassen sich auch drücken. Das heißt, ich kann auch hier drauf drücken, ja, und auf das Drehrädchen vom BreakBias. Das geht auch. Das ist echt cool. Dann habe ich hier noch von meinem Motorrad neongelben Felgenrandaufkleber. Habe ich noch was über gehabt, ein paar Meter. Und das kennt ihr ja von meiner alten Buttonbox. Und das habe ich hier genauso gemacht. Aber dieser Streifen, der eigentlich... Das sieht so geil aus bei ihm, ne?
Das sieht wirklich super, super gut aus. 8 oder sogar 9 mm breit ist, der wäre für die Buttonbox zu breit. Also habe ich diesen Schmalstreifen nochmal halbiert, ja, mit einer Feinschere und das dann hier unter präzisester Arbeit habe ich hier aufgeklebt. Und ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ja, die Ecken sind halt immer schwierig, aber ich denke, für das Ergebnis ist das schon echt okay. Dann haben wir hier die Sticker. Die sind alle von einigen fluoreszierenden Bögen von Lion GP, von wem auch sonst. Und die passen super. Und dann haben wir hier noch Aufkleber gehabt, ein Bogen mit diversen Stickern für die quadratischen Button. Ich lasse mein Leben, Chat, wenn die Buttonbox fertig ist. Oh Gott, das werden so viele Videos bei YouTube. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Makun, I hate you, I love you, kussi kussi geht raus. Scheiße. Und so sieht zurzeit mein Layout aus. Das Gehäuse ist aus einem 3D-Druck. Das ist ABS-Kunststoff. Und das Schöne ist auch, ich bin ja nicht immer so ein Fan von diesen Oberflächenstrukturen von der 3D-Drucke. Aber hier sieht das schon sehr, sehr gut aus. Also sehr, sehr fein. Und was soll denn das heißen, wenn die mal fertig ist? Ich warte nur auf die letzten Teile, Alex. Ich warte wirklich nur eigentlich auf das Board und dann mache ich mich ran. Weil jetzt gerade brauche ich leider noch nichts wirklich designen oder fertigen, weil ich die Maße von dem Board nicht habe und ich nicht weiß, wo die hinkommen. Also es ist wirklich alles hier, bis auf das Steuerboard dafür. Also alle Buttons sind da, Kippschalter, Rotary-Encoder ist alles hier, Schrauben sind alle da. Also es ist wirklich alles hier, bis auf das Board, weil ich das... Naja, wie soll ich sagen? Ich habe letztens halt... Ich hatte ja auch die Idee, mir das mal selber zu bauen, weil jetzt ist ja 3D-Drucker im Haus etc. pp. Und so weiter und so fort. Und ich habe mir halt, wollte mir ein System überlegen, was man euch dann später mal anbieten kann, die dann optional und baubar ist. Und naja, ich habe dann mit Andreas gesprochen, der hat sich ja schon eine richtig schöne Buttonbox gebaut und der hat mir dann noch Restteile geschickt. Moment. Also ich habe mir dann, naja, weil ich halt dizzy bin und habe ich mir halt einfach nicht nur 5 oder 6 Buttons gekauft. Nein. Mm-mm. Sondern 1, 2 mehr Knöpfe gekauft. Die sind von Andreas, die er eigentlich mitbestellt hatte für mich. Und nicht nur 1, 2 Kippschalter, sondern ein paar mehr Kippschalter bestellt. Und nicht nur 1, 2 Rotary-Encoder-Knobs, nein, ein paar mehr. Und auch nicht nur 1 Zünder oder 2 Zünder, nein. Das Einzige, was ich wirklich einzeln gekauft habe, war mein Startknopf. Das war das Einzige. Ja, und jetzt muss ich das nur, ich warte auf das Board, damit ich das hier fertig machen kann. Obwohl, ich warte noch auf eine andere Sache, weil, naja, sagen wir mal so... Ich habe mir dann halt, ich habe ja an meinem Rig selber 2 Displays dran. Also ich habe ein Dash und ich habe ja an der Seite noch meine Evil Rank DED. Und bei meiner Evil Rank DED ist es so, dass an der Seite so ein Stecker dran ist und den kann man nicht adaptieren, dass der irgendwie um die Ecke geht. Das heißt also, eventuell habe ich mir noch ein Vocord-Display bestellt. Eventuell, aber nur eventuell, vielleicht sogar mehr als ein. Und eventuell vielleicht auch so einen großen, wie wir da gerade gesehen haben. Und eventuell wird das die abgespacedste Buttonbox, die je gebaut wurde. Weil, naja, ihr wisst ja mal, wie es ist. So einfache Sachen gefallen mir ja meistens nicht. Das muss schon knallen. Nun, ich bringe das mal kurz weg. So, und jetzt warte ich eigentlich nur noch auf das Board. So, aber jetzt zurück zur eigentlichen Geschichte, die ich erzählen wollte. Andreas hat mir damals die Links geschickt für die ganzen Sachen, die er mir jetzt noch nicht mitbestellt hatte. Und ich bestellte und machte und tute und irgendwann sitze ich halt hier vor einer Woche und die ersten Pakete kamen halt dann an, die sind halt von Übersee. Und ich denke mir so, hier fehlt doch was. Okay, wir haben Kabel, wir haben die Knöpfe, wir haben Rotary-Encoder. Rotary-Encoder sind jetzt dann da und ich denke mir so, irgendwas stimmt doch hier nicht. Und dann sitze ich eines Abends hier, also wirklich am Sonntagabend beim Nesca gucken und denke mir so, hat Andreas mir eigentlich gesagt, wo ich dieses Controller-Board dafür bekomme? Oh,
stimmt ja, das musst du ja auch noch ordern. Und das habe ich jetzt halt noch nicht geordert. Und bevor ich das nicht habe, kann ich das Innenleben dieser Box nicht planen, weil ich brauche ja die Ausmaße, weil die Box muss ja, ne, muss ja irgendwie alles positioniert werden mit Kabellage etc. Und darauf warte ich jetzt gerade noch. Und dann mache ich mich daran, das zu konstruieren. Aber das Schöne an der ganzen Sache ist, ich habe eine richtig geile Idee. Also ich habe wirklich eine ultra geile Idee, wie man die Buttonbox exorbitant riesig machen kann und optional gestalten kann. Mit wechselbaren Komponenten. Das wird geil. 12 hat. Na gut, schauen wir mal weiter, was da so abgeht. Nein, ich hab das nicht bei Amazon bestellt. Wichtig. Also man spürt es kaum. Also diese Schichten, die jetzt... die man sonst eigentlich fühlt, die fühlt man hier kaum. Also das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Die Rückseite ist besonders schön. Dann war hier einmal die Vorbereitung für eine Weser-Mount, 100 mm mal 100 mm mit eingeschmolzenen Gewinden. Und das Schöne ist, die Rückseite sieht speziell strukturiert aus. Also das kenne ich... Moment mal. Okay, ich hoffe, das wird noch erklärt. Kommt das Stream Deck über den Stecker unten raus? Moment! Haben wir die Möglichkeit, in das Ding einen Hub zu verbauen und das Kabel da rauszuführen, das alles angeht? Oh, ho, 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 ho. Haha, jetzt habe ich ja eine. Haha. Oh, das würde ja richtig geil sein, wenn wir unten einfach nur. Eigentlich nur aus dem Spritzguss, nicht aus dem 3D-Druck. Also, das ist schon sehr, sehr hochwertig. Dann haben wir noch hier... Warte, wir müssen mal ganz kurz zurück, wo er die Rückseite in Nahaufnahme zeigt. Also entweder kommt das Stream Deck hier raus oder innen drin ist ein USB-Hub. Oh mein Gott, wenn wir da ein USB... Ui. Aber dann die Frage ist, ob der da reinpasst. Oh, ich muss forschen gehen. Dann mal 100 mm Rückseite. Sieht muss da mal forschen. Speziell strukturiert aus. Also das kenne ich eigentlich nur... aus dem Spritzguss, nicht aus dem 3D-Druck. Also das ist schon sehr, sehr hochwertig. Dann haben wir noch hier den Anschluss für das USB-Kabel. Aber hier haben wir einen ganz besonderen Anschluss. Und zwar, das ist hier ein Quick-Release-Anschluss. So, jetzt zeige ich euch mal kurz den Schnellverschluss. Das ist hier so ein Schnellverschluss von Weipo. Und... hier haben wir einen roten Punkt. Den roten Punkt haben wir auch hier. Und deshalb stecke ich das einfach drauf. Und jetzt klick und es ist fest. Und es Scheiße, ich glaube, ich muss noch mal was kaufen. Bleibt auch da. Jetzt einfach nur das runterziehen und es ist ab. Also das ist ein richtig geiles Kabel. War bestimmt auch nicht ganz billig, aber funktioniert tadellos. Das hätte vielleicht... Fanatec als Quick Release nehmen sollen. So ein ja, kleines von. So, wo kommt der Hate schon wieder her? Ob das Bier ist schon fast alle Makun. Deswegen kommen jetzt hier aus so eine Spitzen, wa? Drei Viertel von dem Bier weggesägt und jetzt hast du wieder. Ja. Von so einem Weipo-Kabel ja. Würde auch. Hier, weißt du, drei Viertel Bier weggejodelt und dann kann man schon mal so eine Spitze rausfeuern, wa? Ha! Die Kommentare sehe ich schon. Die werden explodieren. Bestimmt sehr gut funktionieren. Ist alles besser als das, was die jetzt haben. Dreiviertel Bier drin. Das ist es. Ich sag's euch. Manche Leute tauen erst auf, wenn sie dreiviertel Bier drin haben. Ich trinke übrigens kein Bier, Chad. Ich bin immer so drauf. Und hier könnt ihr sehen, die Dicke des Gehäuses, das ist schon relativ dick. Das ist ja nicht zu verschweigen. Aber ihr müsst euch vorstellen, dass da drinnen zwei oder sogar drei Platinen sind. Zwei davon, wenn mich nicht alles täuscht, von Hedgehog Technology selber. Das sind spezielle Platinen, die nur Hedgehog Technology nutzt. Dann haben wir hier. Ich sag's euch, wie es ist, ne? Wirklich jetzt. Das ist ein Weltklasse-Dude. Das ist, ich weiß nicht, ob mittlerweile mehr als nur einer da in der Gruppe ist. Also, ne, weil Makun die Mehrzahl spricht, kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen, falls ihr nicht bauen wollt. Das Bier ist wieder voll. Makun! Maga, hast du dir da einen Kasten reingejodelt oder was? Noch ein Stream Deck drin. Und das braucht natürlich alles Platz. Ja? Und deshalb ist diese Box so dick. Stört mich jetzt persönlich nicht. Das hat wunderbar in mein Rig gepasst. Auch durch diese Weser-Vorbereitung bist du einfach super flexibel. Kommen wir zum Preis.
Wie Opa immer sagte, an einem Stehtisch gehört ein Bier drauf, aber zwei. Gut, Opa, richtig. So eine Maßanfertigung hat natürlich seinen Preis und, aber ich weiß den Preis nicht. Man hätte mir den Preis sagen können, der genau dafür bezahlt wurde, aber ich wollte es persönlich nicht. Und zwar Bier, sage ich wie es ist, Bier, weil jetzt hat das nämlich Bier. War aus vollem Grund, da es ein Geschenk von euch war. Buti, nee, weißt du, was das ist? Die ganzen Encoder, also zum Beispiel die Rotary-Encoder, die brauchen halt hinten Platz. Der Kippschalter ist wahrscheinlich auch ein bisschen größer und du musst immer daran denken, du willst ja die Kabel alle da drin ordentlich verlegen. Und da dann nur ein einziges Kabel rauskommt und das Stream Deck ja irgendwie, also da muss irgendwas noch drin sein und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass halt die ganze Kabellage da drin noch Platz zum Atmen hat und alles ordentlich platziert ist, ist das halt höher. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht, also weil ich ja selber auch eine bauen möchte. Bei mir ist es sogar so, dass die Wände noch dicker werden, damit ich damit was machen kann, was Besonderes. Also ich hoffe, dass das funktioniert. Aber deswegen ist das halt so hoch, weil das braucht halt alles Platz da drin. Vor allen Dingen sind das auch echt viele Kabel. Ne? Also hier dran, an dem Ding alleine, da werden schon 4 bis 5 Kabel dran sein. So, dann rechne mal 5, 10, 15, 20 Kabel. Hier wirst du wahrscheinlich 3 dran haben für Plus, also ne, Plus in Anführungsstrichen Minus und Ground. Das heißt, von hier kommen auch noch 6. Hier sind auch noch mal jeweils 3 dran. Da kommt schon echt was zusammen, was da drin ist. Also das ist schon gut, wenn die ein bisschen dicker ist, dass das halt auch alles atmen kann. Dann hast du hinten noch das Weser-Mount, das ist ja auch noch mit eingelassen. Das ist ja, also kannst ja nicht einfach in 3D-Druck das reinmachen. Da muss ja hinten auch was dran sein zum Halten. Das nimmt auch wieder Platz weg. Das wird wahrscheinlich auch nicht nur so ein kleines sein. Dann bestimmt schon M4 bis M6 sein, die du hinten reinjagen kannst. Also dafür ist das schon okay. Ja, finde ich, gehört es sich einfach nicht, nach dem Preis zu fragen. Ja, aber was ist denn das für eine Review, wenn wir den Preis nicht wissen? Aber ich habe den Preis geschätzt und habe mit dem Christoph Schulze von Hedgehog Technology darüber gesprochen, ob ich mit meiner Preisspanne ungefähr richtig liege. Und ich schätze, das Ding kostet zwischen 300 bis 400 Euro. Ich sag mal zwischen 300 und 350 Euro. Ich habe ihm gesagt, dass ich schätze, dass der Preis bei zwischen 450 und 600 Euro liegt. Und hat er gesagt, ich liege richtig. Ja gut, Carbon. Carbon ist teuer. Die Taster hörten sich nicht kacke an. Also es sind wahrscheinlich auch nicht nur 2,50 Mark Taster. Das Zeug hier ist richtig teuer. Also das Alu-Glumpe, die Dinger sind teuer. Naja, doch. Na gut, und dann, was wir halt wieder nicht vergessen dürfen, ist natürlich auch Arbeitszeit. Das habe ich jetzt nicht mit eingerechnet. Also ich habe jetzt ein Material. Arbeitszeit, das wird ja auch nicht umsonst gemacht. In dieser Preisspanne liegt diese Buttonbox. Mich wundert es nicht, deshalb habe ich das auch eben so... Mich wundert das nicht! ...geschätzt. Wir haben hier wirklich alles Handarbeit. Da gehörte auch eine Menge Planung hinzu, weil ja auch meine Wünsche berücksichtigt werden mussten. Und es musste auch noch relativ schnell gehen. Dann haben wir hier noch eine Front, die komplett aus Echtcarbon ist. Und deshalb ist dieser Preis für mich nicht überraschend. Dann werde ich finde den Preis aber vollkommen in Ordnung, bin ich ganz ehrlich. Wirklich jetzt, weil wenn du dich mal... Also die Leute, die das jetzt mal vielleicht schon gemacht haben, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich habe glücklicherweise mal jemanden begleitet, der auch eine Box hat, wo noch mehr Zeug drin ist, also mehr Kabellage und das ist echt viel Arbeit und die Arbeitsstunden musst du halt mit einrechnen. Also nur wenn wir jetzt von Materialkosten sprechen, wird es wahrscheinlich 350 sein und dann die Arbeitskosten. Und Carbon, ich weiß halt nicht, wie teuer Carbon ist, also... Ich meine, das ist jetzt nicht viel, aber es wird bestimmt schon so 10, 20 Euro, wird das ja auch kosten und das summiert sich ja. Ne? Wenn jetzt so ein Drehencoder aus Alu kostet 15, dann bist du bei 30, bist du schon bei 60, der wird wahrscheinlich auch so was in dem Dreh kosten, dann bist du schon bei 100. Die ganzen Encoder, wenn du die jetzt nicht unbedingt wie Fifi-Kusses bei Alibaba bestellst, das Deck kostet auch noch 150, stimmt, das Stream Deck. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht sein eigenes, weil Makun wird es nicht aufgeschraubt haben. Da unten nur ein Kabel dran ist, also gehe ich davon aus, dass das nicht modifizierbar. Also war es schon drin. Ist schon ein guter Preis. Ist wirklich ein guter Preis. Und ich sag mal so, Qualität kostet halt Geld, ne? Und diese ganzen, man muss bei solchen Sachen immer daran denken, DIY ist halt einfach DIY.
DIY sitzt halt jemand und fässt das alles für dich höchstpersönlich an. Da kommt nichts aus der Presse. Das Einzige, was halt gemacht wird, ist der Drucker, aber selbst da geht Gehirnschmalz rein. Das muss ja auch kreiert werden. Also ein völlig legitimer Preis für eine Maßanfertigung. Ist doch super. Finde ich gut. Ich habe noch oft gefragt, Marcel, was ist Hedgehog Technology eigentlich? Ich kann die Frage verstehen. Ich sage zwar immer, du hast einen Link in der Videobeschreibung, der führt zum Discord von Hedgehog Technology. Die haben halt keinen Shop. Grund ist einfach, die wollen nichts von der Stange. Das ist der Hauptgrund. Die wollen halt eben weiterhin Maßanfertigungen anbieten und das ist deren Motivation dahinter. Deshalb, wenn ihr meint, ihr möchtet etwas Individuelles haben, eine Maßanfertigung, etwas, das nur nach euren Wünschen gefertigt wird, dann wendet euch an Hedgehog Technology, nutzt deren Discord-Link in meiner Videobeschreibung und dann könnt ihr die Personen, zum Beispiel den Tim Stelling, den Christoph Schulte, den Tim Stelling oder den Christoph Schulze einfach ansprechen auf dem Discord und euren Wunsch äußern und dann... Ah, sind es schon zwei mittlerweile. Ich habe nur einen kennengelernt. Mann, ich ärgere mich so sehr gerade über mich selber, dass ich verpennt habe zu antworten, weil das unhöflich ist. Ich hätte wenigstens sagen können, du, Manga, ich brauche gerade, brauch das nicht. Oder das ist gerade nicht in Planung. Das ärgert mich jetzt. Dann wird man mit euch in Verbindung treten und dann kann man alles weitere besprechen. Die machen ja nicht nur Buttonboxen. Ja? Die machen auch viel mehr Sachen. Ja. Einfach nur mit den Leuten sprechen und dann wird man sich einig. Hat man auch hier gesehen, meine Wünsche, die wurden hier zu 100% berücksichtigt. Und ich möchte mich bei allen nochmal herzlichst bedanken, dass ihr mir dieses tolle Geschenk gemacht habt zu Weihnachten. Und diese Buttonbox wird mich sehr, sehr lange begleiten. Das war's von mir zu dieser Buttonbox. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, dass euch die Buttonbox mindestens genauso gefällt wie mir. Und deshalb sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Marcel. Ciao, ciao. Tschüss, Marcel. Hau rein, Balaga. Der Durst. Da ging locker mehr als ein Bier weg. Da ging locker mehr als ein Bier weg. Hoppala. Da ging locker mehr als ein Bier weg. Ich sag's euch, wie es ist. Man hat's im Video gemerkt. Okay, das war cool. Jetzt mache ich aber Folgendes. Ich werde jetzt meinen Fehler begleichen und mich bei Hedgehog Technologies melden und mich dafür entschuldigen. Moinsen. Ich habe gerade das Video von Makun gesehen. Erstmal möchte ich dir bzw. euch sagen, dass das eine sehr schöne Arbeit ist. Und dann kommen wir zu dem unangenehmen Teil. Leider habe ich es über einen sehr großen Zeitraum verpennt, mich bei dir bzw. euch zu melden bezüglich unserer Pläne. Diese Pläne sind irgendwann über Bord geflogen aufgrund von Umbauten. Entschuldige die Unannehmlichkeit. So, jetzt haben wir das auch aus dem Weg geschafft. Ich hasse sowas. Wenn man sich selber ertappt bei sowas. Ich hasse das. Das ärgert mich. Sehr. Scheiße.